guckt mal, was ich gefunden habe. Es ist groß und es hat Zähne und es will den kleinen Zwerg fressen. Und ich weiß gar nicht, wie ich da, wo ich da anfangen soll. Wo soll ich da reinhauen? Auf die Nase, aufs Knie, wenn er ein Knie hat, auf diese komischen Stummelflügel da, keine Ahnung. Ich kann natürlich auch einfach drauf hopsen und dann eine Migränemassage machen. So. Und was mache ich jetzt? Eine Scheißidee, so eine schöne Idee. Genau, ich kletter einfach in den Mund, damit es nicht so viel Arbeit hat. Was soll ich denn machen? Ich hau ihm auf die Zunge, jawohl. Und in den Gaumen, das tut weh. Das arme Tier. Kann auch nichts dafür. Aua. Was ist denn jetzt? Achso, jetzt bin ich alleine mit dem Vieh. Sehr schön. Ja, hat einer eine Idee? Was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich denn machen? Boah. Hat einer eine Idee? Hat er jetzt mal geklappt? Ritschel ins Gesicht. Ich weiß nicht, was ich mal machen soll. Attacke. Nein, nein. Okay, geh ich wieder. Haben wir eine Idee? Ah, hier, warte. Nimm das. Nimm das. Ja, ich habe den Kristall genommen, aber der ist mir gerade wieder um die Ohren gekommen. Da ist einer. Komm, nimm das jetzt. Oh, er saugt die Luft an. Jawohl, das hat wehgetan. Mir allerdings auch. Ins Maul, jawohl. Oh, das hat. Au, 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 au. Gesundheit. Hau drauf. Du, hau ihm doch mal. Okay. Naja, ich weiß zumindest, wie es ungefähr funktioniert. Ach da, er wechselt die Seite. Das muss ja auch mal sein. Warum kriege ich hier kleine... Ist gut, ist gut. Aua. Ich brauche hier so ein Ding, bitte. Daneben. So, da noch so ein Ding. Oh. Kann man dem irgendwie ausweichen? Ich hab doch getroffen. Wie weicht man diesem Sprung aus? Hau. Okay, nochmal. Das blöde Viech weicht aus. Das blöde Viech weicht aus. Ich hab's gleich. Jetzt! Ach nee, da hat er wieder so. Wo ist das Ding? Da, da. Ah! Mann, du gehst mir so auf die Nüstern. Was ist denn das? Ja. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo ich ihn treffen muss, damit er... Ah. Was ist denn der Trick? Clownschaden... Ach, ich muss den Clownschaden zu... Also... Ja, ja, warte doch. Okay. Lauf. Ja. Nein! Das ist ungemein unfair.
Okay, ich habe keine Idee. Vielleicht abblocken. Warte mal. Ah! Okay. Ja. Nein. Nein, nein. Au. Okay, jetzt ist er tot. Okay, also auf die Klauen. Ich hätte lesen sollen, was da steht. Gloria. Aua, darf ich mich vielleicht mal erholen? Danke. So, aha. Aha, 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 aha. Ja, und weiter auf die... Deckung. So, was muss ich jetzt machen? Lass mich raten, jetzt muss ich wieder dieses Zeug da sammeln. Komm, mach nochmal. Aua, ich wollte es haben. Da, gib mir das mal. Jawohl! Okay, ich hab's. Ich hab irgendwie. Warte. Komm, mach nochmal. Hat nicht geklappt. Komm, nochmal. Ah, direkt auf die Visage. Hau drauf, komm. Aua, ist er wieder aufgewacht, der kleine Lümmel. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Da, da ist er. Ja, ja, was soll ich machen? Na, was hast du jetzt vor? Was hast du jetzt vor? Nö. Ja, die geht dran, ne? Okay. Was, 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 was? Okay, da hat er wieder gehopst. Ja, jing, jong, jong. Ja, komm, spring. Okay. Komm, du machst den Hopserchen, ich weiß es. Ich weiß es. Und jetzt hau ich dir wieder auf die Finger. Oh Gott, jetzt fängt das schon wieder an. Hilfe! Komm nochmal, komm, mach nochmal. Nee. Komm nochmal, komm, komm, mach, mach. Jetzt hier rüber. Komm, mach, mach, ich weiß, dass du es willst. Hat es wehgetan? Ich glaube ja, ne? Ja, ja, es hat wehgetan. Rüber da. Komm nochmal. Ich weiß, dass du es willst. Komm. Ja. So, komm. Dann da. Zang, zang. Jetzt stirb doch endlich mal, du dusselige Eidechse. Nee. So, jetzt. Komm. Was wird das jetzt? Ach, lass dir doch mal was... Nee, nicht mein Kind essen. Das ist mein Erbe. Oh ja, jetzt mit der. Hol ihn. Ich habe eine Idee. Hol ihn mit der. Mach dich bereit, auf mein Zeichen den Kran herabzulassen. Lass den Kran herab. Ich weiß auch gar nicht wie. Das ist mir egal. Sei bereit. So. So, und nochmal. Zack, zack. Das ist auch nur so wie so eine... Wie eine na? Wie so eine Pediküre, ne? Was ich mit ihm mache. Ratze! Also, ich versuche, was ich hier gerade mache. Hau, hau. Gibt es jetzt eigentlich irgendeinen Trick hier?
noch so eine Bombe. Haben wir da noch eine hier? Komm, trau dich. Pam! Ins Gesicht, genau. So, ich brauche noch mal kurz Heilung. Wo war denn die? Da. Nein, lass mich doch mal ganz kurz heilen. So, komm, mach. Mach. Pam! Jetzt, lass den Kran herab. Mach das nicht. Jetzt den Kran herab. Jetzt! Und das Kind trifft auch noch. Unglaublich. Au! In den Neokortex. Was mache ich jetzt? B. Ich drücke ja. Wenn das mal nicht wehtut. Was ist jetzt passiert? Ist er jetzt tot? Zum Glück hat er keinen Beißreflex. Ich sehe auch nicht mehr so gut aus. Wow, wir haben es geschafft. Und du? Aber seit Jahrhunderten hat niemand mehr einen Drachen getötet. Nicht seit der Keulung der Lindwürmer. Und ihr naja, jetzt hab ich's gemacht. Für mich? Du irrst dich. Der Drache kam uns in die Quere, mehr nicht. Streit es ruhig ab, aber ich bin gerettet. Und das verdient eine Belohnung. Oh, was kriege ich? Was ist das? Geflochtene Mistelpfeile, gerade als Heimdall, perfekt austariert. Oh. Toll. Danke. Oh. Naja. Grüne Pfeile. Warte, ist es nicht... Sag mal, wie viel passt denn in diese Tasche rein? Gesehen? Ja, er sagt, du hast kein Talent. Oh, und dass ich schrullig bin? Nein, bestimmt. Dass ich das Aussehen einer Waffe? Nein, den Zweck vorziehe. Dass ich hochnäsig bin? Nein. Und verklemmt? Kleinlich. Ich weiß, was er denkt, aber er kann mir nicht mehr. Verbrenn das. Ich habe keine Zeit für sowas. Nein, nein. Warte. Ich habe eine bessere Idee. Was? Ich brauche einen Zahn von dem Drachen. Was will er mir denn jetzt bauen? Dann ziehen wir ihm mal einen kleinen Zahn. Ich hoffe, der ist wirklich tot. Da. Fass ihn nicht genau. Oh, egal. So unrein. So schrecklich unrein. Oh, wie das stinkt. Perfekt. Das sollte reichen. So, hier hast du den. Warte mal, hier hast du den Zahn. Was kriege ich dafür jetzt? Ja, den fasse ich nicht an. Halt. Ihn hoch. Den fässt er nicht an. So, jetzt fahr damit die Sehne des Bogens entlang. Tu's einfach. Und was? Atreus, deinen Bogen. Zweimal sollte reichen. Einmal rauf. Ah, schön, sachte. Einmal runter. Schockpfeile. Schießen Sie damit. Sie haben Schockpfeile erhalten. Schießen Sie damit auf Sprengkristalle, um in der Nähe befindliche Harzhindernisse Weltenbombs zu zerstören. Ah. Okay. Cool. Cool. Wow. Oh klar, jetzt seid ihr beeindruckt. Wie erkläre ich das? Ich habe das Schwingungsmuster der Bogensehne. Oh, du hast es schon selbst rausgefunden. Ja. Na dann, vergiss es. Alles gut. Ist ja nicht so, als wollte ich gerade die komplexe Kunstfertigkeit meines Berufs erklären. Bla bla. Nein. Leviathan-Axt-Verbesserung. Okay, was können wir denn verbessern?
Die Brust, die könnten wir jetzt in der Tat verbessern. 2000 und ja, komm, das sieht gut aus. Ja, haben wir genug von. So. Ja. Dasselbe hier bei der Hüftrüstung. Machen wir auch nochmal, jawohl. Ach, halt die Guschen. Ich bin hier gerade dabei, meine Ausrüstung zu pimpen. So, was ist mit der Armrüstung? Geht die nicht? Ne, die habe ich schon verbessert. Okay, verstehe. Arm und die Hüftrüstung habe ich auch schon verbessert. Warte mal, habe ich... Ne, ich habe alles verbessert. Okay, gut. Das haben wir verbessert. Was können wir denn noch verbessern? Leviathan-Axt. Könnten wir in der Tat verbessern. Axtverbesserung 4. Erhöht die Stärke und schaltet neue Leviathan-Axtfähigkeiten. Kauf mit XP frei. Das ist gut. Das nehmen wir definitiv. Ja. Deine Gegner können einpacken. So, haben wir die Axt verbessert, unsere Rüstung verbessert. Den und Bogen den können wir auch verbessern. Boah. Hat sich gelohnt, dass ich so viel gespart habe, muss man sagen. So, Clownbunger, den Köcher können wir nicht verbessern. Boah, 45.000. So, Brustrüstung haben wir, Axtknauf. Können wir den verbessern? Da brauchen wir viel zu viel Krempel für. Talisman können wir auch nicht verbessern. Aber immerhin. So, was haben wir hier? Auferstehungssteine. Welchen habe ich denn? Menge an Gesundheit wiederbelebt drücken, wenn Kratos stirbt. Ja, weiß ich nicht. Brauche ich sowas? Na klar, komm. So. Also verbessern hätten wir, Brustrüstung hätten wir, verkaufen. Was können wir denn verkaufen? Hier, dieses Klimbim können wir eigentlich verkaufen, oder? Geheim Schulterwickel, ja, verkaufen. Damit bist du gut gerüstet. Verstanden. Jo. Zauber, die lassen wir mal, da weiß ich nicht, ob wir die brauchen. Auferstehungssteine lassen wir auch mal drin. So, was haben wir jetzt hier schon wieder freigeschaltet? Kaufen. Ach nee, die will ich ja nicht kaufen. Das sind die alten. So, ich würde mal sagen, damit haben wir uns ganz gut gepimpt. Und natürlich will ich ja eigentlich das haben hier. Andererseits... Ist die besser? Was war denn da noch? Nix war da noch. So, ich guck mal nochmal ganz kurz hier rein. Warte mal. Fähigkeiten. Jetzt muss ich neue Fähigkeiten. Aha. So, wir haben ja 20.000 Erfahrung. Hoppala. So, was ist das hier? Erhöht den Widerstand gegen Unterbrechung dieses Angriffs. Boah. Zielen drücken Sie, um Leviathanax sofort zurückzurufen und einen mächtigen Drehangriff auszuführen. So, was ist das? Wechseln Sie die Kampfhaltung, da eine kurze Pause nach Angriff mit der Leviathanax. Drücken Sie in der neuen Haltung. Was? Nochmal. Erfordert Vitalität. 17 von 200. Nochmal. Wechseln Sie die Kampfhaltung durch eine kurze Pause. Nach einem Angriff mit der Leviathanax drücken Sie in der neuen Haltung RB für einen Rundumangriff. Klingt interessant. Wechseln Sie Kampfhaltung durch eine kurze nach einem mit der Leviathanax drücken Sie für einen Fernangriff. Nee, das wollen wir nicht. Und das? Schalten Sie zwei Kombo-Angriffe mit RG. Moment, schalten Sie einen zweiten Kombo-Angriff mit RB nach einer Kampfhaltungswechsel. Ich weiß nicht, was das ist mit diesem Kampfhaltungswechsel. Aber ich mach's mal, ja. Hoppala, das wollte ich nicht. Hier, das wollte ich noch haben. So, jetzt haben wir noch 16.000. Voilà, jetzt können wir nochmal gucken, ob Atreus noch irgendwas... Mann. Was haben wir jetzt? Hier, da können wir nochmal
erhöht Pfeilschaden, Nahkampfschaden deutlich, erhöht Feuerrate, Klauenbogen deutlich. Können wir beides mal nehmen. So, was haben wir jetzt hier? Lichtpfeiler verursachen mehr Betäubungsschaden. Lichtpfeiler erhöhen Schwächungseffekt bei Gegnern. Magiekampf. Weiß nicht, was Lichtpfeile sind. Größere Explosion ist immer gut. So. Was hatten wir hier? Schockpfeiler verursachen mehr Schockschaden. Und hier? Verlängert die Schockdauer. Das ist beides eigentlich gut. Komm, wir haben so viel Zeugs. Na? So. Zum Glück habe ich das alles gespart. Naja, wobei das eigentlich egal ist. Cool. Cool, cool, cool. Wir haben uns mal sowas von gepimpt. Warte mal, haben wir hier irgendwas übersehen? Hier ist der olle Drache. Dem geht's. Hat der eigentlich kein Loot hinterlassen, der dusselige Drache? Nein. Kind, warte. Kommt mir so vor, als hätten wir erst gestern Hirsche gejagt. Jetzt haben wir gegen Dunkelalben gekämpft, Trolle, Oger und einen Drachen. Jetzt könnten wir es mit allem aufnehmen. Wir siegen, weil wir entschlossen sind. Diszipliniert. Nicht, weil wir uns anderen überlegen fühlen. Richtig. Klar, ich Yoda. Weiß. Es ist nur, stark zu sein fühlt sich gut an. Weißt du? Stark zu sein ja, fühlt sich gut an. Ich weiß. Leichter Runangriff. Ein mächtiger Drehangriff. Nee, zeig mal. Kettensäge. Brauchen wir nicht. Ist uns zuwider. Ah, das ist dieser. Verstehe. Das ist dieser Stance-Wechsel. Wechsel und... Ja, sehr schön. Okay, hab's im Prinzip verstanden. Und das soll was heißen bei mir. Ich dachte gerade, er hat grüne Haare, aber das sind seine Pfeile. Okay. Komm, rauf da. Ah, was haben wir denn da? Bin noch nicht so weit. Ching Chang Chok. Ich bin jetzt bereit. Aha, okay. Ich probiere gerade den Stance-Wechsel aus. Naja, manchmal funktioniert er, manchmal auch nicht. Ihhh, was ist denn da? Ich brauche mehr Zeit. Ihhh. Wow, und dahin. So. Langsam habe ich den Dreh raus. Ja, ich habe ein bisschen geschlänzt, weil ich wollte unbedingt diesen Kampf ausprobieren. Diesen Stance-Wechsel ausprobieren. Gibt es hier noch irgendwas? Guck mal, hier ist wieder dieses Gewächs, aber das, da müsstest du irgendwie, warte mal, gegenschießen, ne? Oder eigentlich auch nicht. Ich gucke gerade hier, ist hier irgendwo was? Irgendwo? Ne? Was ist, wenn ich hier dran drehe? Wahrscheinlich nichts. Das sieht aus, als würde es festklemmen. Sitzt fest. Ja. Vielleicht ist irgendwo noch ein Kristall, um die Wurzeln zu entfernen. Ich sehe aber keinen. Wir brauchen so einen Schock. Na bitte. Soll ich ihn zerschmettern? Wo denn? Ich habe keine Ahnung, ob... Irgendwas war da gerade gelb. Da. So. Oh, das gefällt mir. Aber seltsam. Er ist nicht komplett explodiert. So, was haben wir da gekriegt? Hoch die Tassen. Aha, okay. So, er ist nicht komplett explodiert. Das heißt, wir schießen da nochmal drauf, oder wie? Ich habe auf den Kristall geschossen, aber er leuchtet schon wieder. Dann drehen wir den mal hoch und schießen ihn da in die kaputt. Was hältst du davon? Ich bin so schlau. Wo hab ich ihn denn hingebolzt? Da. Ich bin bereit. Brauchst du gar nicht sein. Ist alles okay. Ist er kaputt? Ich glaube ja. So. Warte mal, jetzt können wir hier rauf.
ich meine... Ja, meine Axt ist da. Pfeilart wechseln. Ach, guck mal hier. Okay, verstehe langsam. Sind die Schockpfeile? Nee, oder sind das die Schockpfeile? Ich weiß nicht, welche davon die Schockpfeile sind. Kannst du mal kurz schießen, bitte? Das ist der Schockpfeil. Und das ist der Leuchtepfeil. Okay, verstehe. Was für Dinger? Arme, kleine Lübe. Ja. Laut, so. Ach so, das ging ja mit der Axt nicht, ne? Das war das Problem. Dann komm erstmal her. Warte mal, dann schmeiß ich mal kurz die Axt hier oben hin. Und verhau dich mit der Sollst mal die Axt oben hinschmeißen. So. Na komm, hau drauf. Was ist passiert? Das wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Noch nicht voran. Leider. Muss ich mal kurz mal raufziehen hier. So. Ich wollte das gar nicht. Ich habe aus Versehen meine Superfähigkeit. Kannst du mal hier drauf schießen, bitte? Danke. So, wo sind die rausgekommen? Hier. Was ist das? Ach, das war wieder... Okay, alles klar. So, Kind. Wir müssen wieder mit irgendwas... Wir müssen wieder mit deiner komischen... Kann man hier irgendwo drauf schießen? Nee, ne? Nee, das sieht nicht so gut aus. Wir müssen wahrscheinlich erstmal hier lang gehen. Guck mal, wen wir da haben. Feuerkind. Gut. Mach dich bereit. Für den bereit. Hau ein Dicker. Blam, blam. Weckung, Weckung, Weckung. Ich hab leider nur. Hau. Was hat er denn jetzt? Wulfengrad! So, ich muss mal ganz kurz zusehen, dass er... Ich muss mal ganz kurz das Kind die Arbeit machen lassen. Ich hab einen! Ritschel! Bratschel! So. Nein, da ist schon wieder ein KRN. Okay, warte mal. Wo sind die Runen? Jetzt fängt das schon wieder an. Wo sind die Runen? Die werden hier irgendwo sein. Da unten sind sie nicht. Wo sind die Runen? Da wird ja wohl nichts hinter sein, ne? Nee. Wir müssen diese Brücke irgendwie herablassen. Ja. Ist der Weg hier raus. Ich will aber jetzt im Moment erstmal die Kiste hier aufmachen. Okay, wir lassen die Brücke herab. Warte mal, Kind, wo kannst du hinschießen? Warte mal, was ist das denn hier? Kann man das nehmen? Und dann können wir... Kind, schieß mal da. Schieß mal da drauf. Ah, das geht gar nicht. Okay. Wo müssen wir... Warte mal, wir können ja erstmal das hier beseitigen. Plaut. Plahaut. Sollte das nicht explodieren? Nee, war falsch. So, was haben wir hier? Hier, Junge. Noch eins. Der hier heißt Ymir. Mutter wollte mir von ihm erzählen, aber ich war wohl zu jung. Kommen da Riesen aus seinen Achseln? Der ihn da ersticht, könnte Odin sein. Was erzählst du denn der Anzeige des Tages? Brauchen wir nicht. Okay, mehr, also außer Spesen war hier nichts, ne? Was ist das? Wo?
Oder meinst du den Schrein da? Den habe ich schon gesehen. So, okay. Und auf dieselbe Art und Weise grapschen wir jetzt hier mal rein und holen uns die Brücke. Da hängt ja noch so ein Ding. Ja, komm, zwei halten besser. Oh, kann ich da drauf? Hier, da noch einer, komm. So, Kind, jetzt hier Feuer. Es ist so toll, damit Dinge zu zerschmettern. Toll, dass dir das gefällt, mein Sohn. Immer schön, wenn die Jugend forscht. Okay. Nachtmare! Wo denn? Ich sehe gar keine. Die sind doch schon weg. Hey, der hat sich regeneriert. Weg mit... Ja, ja, gleich. Ich reiß ihm nur kurz den Kopf ab, dann hat er eh nichts mehr. Kind, doch mal. So. Da ist nochmal Gesundheit. War's das jetzt? Bestiarium, neuer Typ, genau, das war's. Okay, warte mal, da ist noch eine, gehen wir nochmal ganz kurz zurück, holen wir nochmal so ein Ding hier. Lass mich durch. Schmeiß das dagegen. Sage meinem missratenen Sohn, er soll drauf schießen. Jetzt kannst du mal was lesen. Junge. Ja. Ha, schön. Was ist daran schön? Ist schön alles? Oder kommt noch was? Schön war scheinbar alles. Okay, Freunde, wie es weitergeht und ob ich die Runen von der Truhe, die ich nicht vergessen habe, da unten finden werde, das seht ihr beim nächsten Mal. Hier ist erstmal Aufnahmestopp. Bis dann denn, euer Runensuchender Mr. Fleck, der kleine Halbgott in Gelb und Gold. Tschüssi!